Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin. Hallo liebe Löwenfans, herzlich willkommen zu Folge 89 des Löwenfunks, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Nächste Woche geht es in Hannover um die Qualifikation für die Olympischen Spiele diesen Sommer in Paris. Darüber wollen wir heute genauso sprechen wie generell über die Nationalmannschaft, wo sich ja aktuell auch einiges tut, aber natürlich auch über unsere Löwen. Und mit wem könnten wir das besser als, oh Captain, my Captain, Patrick Rötzky. Herzlich willkommen. Servus, freut mich hier zu sein, mal wieder. Ich freue mich auch. Hast du mitgezählt? Nee, bin ich sicher. Aber als dienstältester Spieler der Rhein-Neckar-Löwen ist es wahrscheinlich logisch, dass du auch bei den Auftritten im Löwenfunk-Podcast, du könntest noch, ich glaube, Olli Rogisch ist, glaube ich, der Einzige, der öfter da war. Weil der auch immer noch mal in so Kombi-Sendungen war. So eine Special-Folge. Mhm. Zu Corona haben wir mal 3 Gäste. Lars Lamadé, Jennifer Kettemann und Olli Rogisch. Und dann deswegen kommt Olli irgendwie auf mehr Sendungen als alle anderen. Ich würde vorschlagen, dadurch, dass wir so viele Themen auf dem Zettel haben, legen wir direkt los. Löwen aktuell. Ja, wir nehmen auf am Mittwoch, direkt nach unserem letzten Hauptrundenspiel in der European League. Du hast es im SNP-Dom live erlebt. Wie fällt dein Fazit aus von gestern? Ja, war ein Arbeitssieg. Viel Glanz war da leider nicht dabei gestern. Am wichtigsten war für uns, ja, zu gewinnen, Siege einzufahren, steht jetzt an oberster Stelle, auch in unserer momentanen Situation und auch bis Saisonende dann. Und da, ja, waren die 2 Punkte da. Wir wussten alle, dass es um gar nichts mehr geht, für keinen der Gegner in der Gruppe. Auch im anderen Spiel ging es um gar nichts mehr, außer um ein gutes Gefühl. Und es ist uns so teilweise gelungen, haben wir nicht so gut gemacht, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben und vorgestellt haben, aber wichtig war, wie gesagt, dass wir zumindest das Spiel gewonnen haben. Also ich muss ehrlicherweise sagen, klar, ich glaube, ihr seid da natürlich auch miteinander nochmal deutlich kritischer innerhalb des Teams, das kann ich verstehen. Ich fand's trotz aller vergebenen Chancen vorne und so, endlich mal wieder was Souveränes irgendwie. Also ich hatte das Gefühl, beziehungsweise nicht das Gefühl, dass wir das abgeben zwischendurch. Ich weiß nicht warum. Das hatte ich auch überhaupt nicht. War so ein Bauchgefühl einfach. Und das war halt mal schön. Auch mal, ich glaube, das gibt dir auch trotz allem Selbstbewusstsein, dass du sagst, okay, so ein Spiel kriegst du jetzt halt auch mal vernünftig rum. Weil ich meine, wann haben wir das letzte Mal gar nicht gezittert in einem Heimspiel, wohlgemerkt? Das war ja länger her. Ja, nicht eine Weile her, ja. Und deswegen fand ich es wirklich stark. Und ich meine, dass es für uns um nichts mehr ging, das haben wir uns ja wirklich auch redlich erarbeitet, meiner Meinung nach. Und jetzt geht es für uns weiter. Du bist jetzt schon wieder im Mannschaftstraining, oder? Ja, richtig. Wann hast du das erste Mal wieder trainiert? Ja, letzte Woche irgendwann. Mhm. Also aber da nur so Teile. Und jetzt bin ich seit Sonntag komplett im Mannschaftstraining. Okay, wie fühlt es sich an? Ja, ganz gut. Sind schon noch so ein bisschen Gefühl, Timing, Vertrauen in den Fuß, dass man sich voll abdrückt. Muss man sich mir jetzt noch erarbeiten in den kommenden Trainingseinheiten, aber der Fuß schmerzt nicht beim Abdrücken, beim Springen. Mhm. Und das ist ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Das heißt, du hast ein Spiel am Horizont, zu dem du wieder ein Löwentrikot tragen möchtest? Ja, also ich glaube, das ist ziemlich klar. Wenn man es wirklich hart drauf anlegen würde, wäre es jetzt am Wochenende schon möglich. Mhm. Wir haben jetzt aber für uns entschieden, dass wir das nicht machen, weil vielleicht da schon noch ein kleines Restrisiko dasteht, weil der Fuß einfach ab und zu ein bisschen reagiert bei manchen Bewegungen und jetzt wir durch die Nationalmannschaftspause dann auch nochmal 1,5 Wochen extra Zeit bekommen bis zum Spiel gegen Berlin. Und gegen Berlin werde ich dann mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit wieder auf dem Spielfeld stehen. Die Olympia-Quali, das war Alfred zu gefährlich, dich zu nominieren und es reicht dann vielleicht nicht? Oder hast du auch Alfred signalisiert, ich glaube, es könnte sehr knapp werden? Ja, beidseitig. Ich finde, da müssen die Besten dabei sein momentan und ich habe kein Spiel wahrscheinlich bis dahin gemacht und das wäre auch unfair anderen Spielern gegenüber, die da Woche für Woche ihre Leistungen in der Bundesliga zeigen und auf einem anderen Stand auch im Moment sind. Ich muss mir auch diese Match-Fitness erstmal arbeiten. Oh. Ich bin zwar schon lange im Lauftraining und konnte da ganz viel arbeiten, aber es ist dann schon nochmal was anderes, wenn man auf dem Spielfeld steht und deshalb, ja, hätte das wahrscheinlich keinen Sinn gemacht.
Wir müssen auf deiner Position momentan bei den Rhein-Neckar-Löwen schon sehr kreativ werden, weil Tobi ja auch nicht 100% fit ist. Wir haben es ja gestern gesehen, dass er da so eine Manschette an der Hand hat. Wie ist da gerade so der Stand deiner Meinung nach? Also wann sind, also ist es bei Tobias was ihn auch mittelfristig oder kurzfristig behindert an der Hand? Ja, ich glaube, er war jetzt einfach vorsichtig die letzten paar Tage im Training und auch gestern im Spiel hat er sich erfolgreich um den Wurf gedrückt, hat ja auch nicht mal die 7 Meter dann genommen, die es dann gab, einfach um seinen Daumen zu schonen. Ist ja unglücklich gelandet im letzten Heimspiel gegen Hamburg und hat ja sich da einfach ein bisschen was getan, nichts Schwerwiegenderes, es wird auch von Tag zu Tag besser, wie er berichtet, aber war gestern einfach ihm, glaube ich, ein bisschen viel Risiko, deshalb wurde dann auch Großteil der Spielzeit geschont. Mhm. Wie sehr hast du dich gefreut, dass mit Tobias Reichmann jemand zu uns gekommen ist, uns kurzfristig geholfen hat, den du ja auch schon lange kennst? Ja, es gibt mir erstmal Ruhe. Mhm. Gut, wir wussten alle nicht, in was für einem Zustand er kommt, aber ich war mir schon sicher, dass wenn er hier Handball spielen wird, dass er dann immer noch auf einem richtig guten Niveau Handball spielen kann. Auch wenn man ein Dreivierteljahr raus war, wenn man so ein guter Spieler war, dann verlernt man das nicht so leicht. Und wenn man dann wieder die Fitness hat, und Tobi ist jetzt ja auch nicht jemand, der viele Verletzungen durch seine Karriere hat, also der Raubbau an seinem Körper war jetzt nicht riesig. Deshalb war ich mir ziemlich sicher, dass er uns helfen kann. Und ich finde, das hat er ziemlich eindrucksvoll gezeigt. Und das hat mich wirklich sehr gefreut und hat mir gleichzeitig auch ein bisschen Ruhe gegeben, um dann auch trotz der schwierigen Lage und trotz der schwierigen Phase, in der wir uns jetzt befanden und immer noch ein bisschen befinden, einfach ein bisschen nichts übers Knie brechen muss mit meinem Fuß, weil ich schon auch trotzdem immer noch ein bisschen das Gefühl habe, verantwortlich zu sein, und natürlich will ich so schnell wie möglich helfen, aber dann trifft man vielleicht keine unklugen Entscheidungen. Er hat uns vor allen Dingen bei einer Sache sofort weitergeholfen, und zwar unsere 7-Meter-Quote um, ich glaube, 30% tatsächlich gesteigert. Wir waren unter 50% in der HBL, allerdings wissen wir ja, dass es ja in Europa auch nicht großartig anders war, und liegen jetzt mit ihm bei, ich glaube, 78% getroffene 7 Meter. Allein das war es schon wert, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Schritt, ein großer Schritt nach vorne, und da hilft er uns sehr. Ist so ein 7 Meter, wenn du da einmal in so eine Spirale reingehst, ist das dann auch so eine psychische Sache, die sich auf alle überträgt? Ja, wahrscheinlich irgendwie schon. Erstmal haben wir jetzt von den Spielern, die ja wirklich auch die Verantwortung übernehmen sollen, ist keiner dabei, der seine Karriere lang 7 Meter geworfen hat. Oh. Das ist, glaube ich, auch sehr selten in der Mannschaft. Juri hat es letztes Jahr, und wenn man sich an die Nationalmannschaftsturniere zurückerinnert, dann eigentlich auch gut gemacht. Und dieses Jahr war da halt irgendwie der Wurm drin. Und kein anderer hat sich so richtig empfohlen, vielleicht mal für ein Spiel, aber danach war es auch wieder nicht so top. Deshalb war es schon nicht so einfach, und ich glaube, das bleibt dann schon auch bei Leuten, die davor nicht geworfen haben, irgendwie schon ein bisschen im Kopf drin. Das erhöht den Druck. Es ist ja Psychologie so ein bisschen. Ne? Also ich erinnere mich da an jemanden, der sein 1500. Tor hätte werfen können und dafür ein paar Versuche gebraucht hat. Das ist schon im Kopf dann auch, oder? Ja, das waren auch noch 2 7 Meter und das war da tatsächlich im Kopf. Ich war in der Halbzeit im Interview noch bei Schmiso, und er hat mich darauf hingewiesen, und mir war es ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Ja. Dann war es mir schon bewusst, und das hat schon ein bisschen was mit mir gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte ja ein schlechtes Gewissen nachher. Oh. Weil ich es den Fans in der Halbzeit gesagt habe. Ich habe gewartet, bis du in den Katakomben bist, und habe dann, weil es war halt so lustig, du hattest, glaube ich, schon 8 Tore gemacht oder so. Auf jeden Fall 8 aus 8 oder 7. Irgendwie in der ersten Halbzeit. Und wir hatten natürlich auf dem Schirm, wir haben dann natürlich runtergezählt, wie viel es noch sind bis zu diesem großen Tor, hatten ja auch was vorbereitet und alles. Und dann bist du in der Kabine verschwunden, und dann habe ich den Fans gesagt, pass auf, er ist ja gerade nicht da und so, aber ich wollte euch nur sagen, das nächste von Johnny ist das 1500. So, da können wir mal kurz ausrasten. Und dann kamen auch nachher Leute, die gesagt haben, so, ja, weil du das gesagt hast und so. Und ich meine, du hast es ja nicht gehört, dass ich es gesagt habe, aber klar, die Leute haben natürlich ganz impulsiv deutlich enttäuschter reagiert. Ja, verständlich. Ja. Und ich habe nur gedacht, boah, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Und dann ist es ja auch wirklich nicht dazu gekommen. Irgendwann hast du auch, glaube ich, gedacht, ja, scheiß drauf. Dann ist es halt heute nicht so. Aber wir hatten danach direkt wieder Heimspiel.
Und dann hat es, glaube ich, relativ früh geklappt. Und dann war das Thema auch vom Tisch. Aber ich fand, das war so, wie sagt man so schön, in a nutshell, wie wichtig Psychologie im Handball ist. Ne? Das ist schon ziemlicher Wahnsinn. Ja, es macht brutal viel aus. Und das sieht man dann immer wieder. Also der Kopf spielt da fast eine größere Rolle als alles andere. Ist echt so. Wenn wir jetzt zurückschauen auf unsere European League-Saison, die ja jetzt gerade, also in der wir ja noch gute Chancen eigentlich so ziemlich auf alles haben. Jetzt spielen wir gegen Nexe. Insgesamt, wenn du dir unsere Auftritte in der European League anschaust, gehst du mit mir mit. Ich würde sagen, eigentlich war nur in Sabsche schwierig. Ansonsten, finde ich, haben wir das gut gemacht. Ja, finde ich auch. Ich finde, in Lissabon haben wir auch ein bisschen Schwierigkeiten nach einer Führung. Hätten wir auch fast das Spiel verloren, wenn Niklas da nicht 16 Tore gemacht hätte und dann auch noch passend das letzte Tor. War sonst eine wirklich gute Leistung, finde ich, von uns in vielen Spielen. In Nantes kann man, denke ich, verlieren. War ein paar Tore zu hoch, definitiv, aber zweimal da gegen Hannover zu gewinnen, vor allem auch in Hannover, wissen wir alle, wie schwierig das ist, haben wir auch leidvoll erfahren schon diese Saison. War wirklich, finde ich, eine gute Leistung über ganz viele Spiele hinweg und deshalb sind wir auch verdient in dieser Gruppe jetzt als Zweiter weiter. Das sehe ich auch so. Deswegen sage ich ja, wir haben es uns ja auch ein bisschen verdient, dass wir da gestern nicht mehr alles reinschmeißen mussten am letzten Spieltag. Jetzt geht's gegen Nexe Nashice. Ich glaube, es ist so rum. Da ist ein Trainer, der ein bisschen Spezielles, Veselin Vujovic. Du hast mit dem auch schon deine Erfahrungen gemacht, nicht persönlich, aber du hast ihn auch schon mal live erlebt, aus der ersten Reihe. Ja, schon ein paar Mal. Er hat ja jetzt erst auch wieder übernommen bei Nexe. Ich glaube, die prägnanteste Szene, die vielleicht auch viele Handballfans im Kopf haben, war bei der WM damals in Kroatien, als er Nationaltrainer von Slowenien war und wie er mit der Schlusssirene noch einen 7 Meter zugesprochen bekommen haben, weil unser Anspiel unterbunden wurde, uns da viele Diskussionen gab, weil die Schiris eigentlich nicht den Videobeweis nehmen wollten und der Schiedsrichterflüsterer Silvio Heinevetter die Schiedsrichter dann darauf hingewiesen hatte, dass man doch einen Videobeweis nehmen könnte und daraufhin haben sie den Videobeweis genommen und gesehen, dass jemand eben im zu wenig Abstand gehalten hatte beim Anspiel, daraufhin gab es einen 7 Meter und ja, der Herr Vujovic wollte das nicht ganz so akzeptieren, hat sich dann ins Tor gestellt. Kuriose. War eine sehr kuriose Szene, also. Für uns war aber eigentlich wichtiger, dass Tobi danach den 7 Meter verwandelt hatte zum Unentschieden. Ja, es gab gestern, also er wurde schon zweimal wegen Prügeleien auf dem Handballfeld gesperrt. Einige fragen sich, wieso darf der überhaupt noch Trainer sein in der Handballwelt? Aber ja, generell scheint dieser Verein oder scheint dieses Team ganz schön on fire zu sein. Es gab da gestern so einige Szenen im Spiel in Sävehof, bei der ein Spieler beispielsweise gestern einfach in den Fanblock gegangen ist und da, weiß nicht, schwedische Fans verprügeln wollte, keine Ahnung. Seine Mannschaftskameraden konnten den so gerade noch wieder über die Bande zurückziehen. Glaubst du, dass das ein heißes Duell wird? Ja, also ist mir erstmal neu. Ich habe nur das Ergebnis gesehen, aber krass, da freue ich mich auch drauf, die Szene anzuschauen. Ja, das ist schon gut. Die sind gestern von 1, die waren Erster und sind auf 3 gerutscht. Ne? Da ist natürlich dann auch Frust, auch klar. Haben hoch verloren gestern gegen Sävehof. Wir haben hinter der Bank auch das Spiel im Live-Ticker die ganze Zeit so ein bisschen verfolgt, um zu sehen, gegen wen wir dann spielen werden. Halil hat natürlich da ein bisschen mitgefiebert, weil er wollte ja, glaube ich, eigentlich gerne nach Nashice zurück. Und wir haben das schon mal erlebt, wie es dort abläuft, ohne Zuschauer eigentlich. Da waren zwar trotzdem ein paar in der Halle und die Spieler waren auch alle sehr heiß im Spiel gegen uns damals. 2021 würde ich tippen, war das, als wir danach im Final Four auch waren, vor leeren Rängen bei uns in der SAP Arena. Da haben wir auch gegen die gespielt und uns durchsetzen können, aber waren zwei ganz knappe Spiele und zwei sehr emotionale Spiele und damit kann man, glaube ich, auch wieder rechnen, zumal die auch schon gute Qualität auch vor der Saison eingekauft haben. Damals hatte uns ein besagter Halil Jaganjac ziemliche Kopfschmerzen verursacht. Das war, da haben wir ihn ja quasi kennengelernt. Aber ich kann die Fans hier beruhigen, sollte es im Rückspiel sehr, sehr, sehr
emotional werden und sollte sich irgendein Nexus-Spieler überlegen, da muss er ganz schön klettern. Im SNP-Dome. Und stehen auch immer ein paar Securities. Im SNP-Dome kann man nicht einfach über die Bande laufen und zu den Fans. Also das, ich freue mich ja drauf, ne? Wenn ich mich daran erinnere, was unsere Fans im SNP-Dome gegen Hannover gemacht haben, dann glaube ich ehrlicherweise, wird so ein Rückspiel, Achtelfinale, K.O.-Spiel, ich glaube, da können wir uns drauf freuen. Das wird, glaube ich, ziemlich geil. Ich glaube, man kann sich auf jedes Spiel im SNP-Dome freuen, weil egal wie viele oder wenige Zuschauer da sind, es herrscht immer eine echt gute Atmosphäre, richtig gute Akustik. Eine echt laute Halle und es macht richtig Spaß, dort zu spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das. Wir wissen ja auch schon ein bisschen, wie es danach weitergeht. Wir würden gegen Sporting Lissabon spielen, quasi die Rhein-Neckar-Löwen gegen die Familie Costa. Ja, die haben in ihrer Hauptrundengruppe die Füchse zweimal geschlagen, hinter sich gelassen. Was wiederum dazu geführt hat, dass, also ich finde, es ist ein vorweggenommenes Finale. Nantes gegen Berlin im Achtelfinale. Im Viertelfinale, Entschuldigung, da, also wenn es so käme, wenn Berlin weiterkommen würde, klar, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Das sind schon krasse Spiele. Ich finde, da gibt es ganz viele Spiele, die klingen echt nach Champions League, oder? Ja, unsere Vorrundengruppe hatten wir auch schon mal thematisiert, hätte auch vor 3-4 Jahren eine Champions League-Gruppe sein können. Es sind viele hochklassige Mannschaften dabei und viele Mannschaften mit ganz viel Qualität und ja, dass es dann zu solchen Duellen kommt, hängt natürlich an, ist natürlich auch klar vorher schon, dass es im Viertelfinale dann schon zu so einem Duell kommen kann. Das hätten, glaube ich, wenige Leute gedacht. Glaubst du, dass die European League dieses Jahr so eine Art Stimmungsaufheller für die komplette Organisation Rhein-Neckar-Löwen sein könnte? Ja, könnte es schon sein, Stimmungsaufheller. Ich bin trotzdem immer ein Freund davon, dann das Gesamtbild zu sehen und da muss man schon einfach sehen, was in dieser Saison bisher passiert ist und was auch bis zum Ende noch passiert. Aber klar, werden wir alles daran setzen, dass es ein Stimmungsaufheller am Ende sein wird. Gegen eine Rückkehr nach Hamburg zu einem Final Four hättest du... Oh, wobei, wollen wir zu einem Final Four nach Hamburg? Ja, das letzte Erlebnis dort war positiv, darum... Das stimmt. Danach waren wir aber auch wie lange nicht da? Ja, waren wir eine Weile nicht da. Ja, gar nicht mehr in Hamburg eigentlich, aber... Das stimmt. Ja, aber das spielt keine Rolle, glaube ich. Also Schau dir mal die Mannschaft da unten an, da wissen drei Leute, was da in Hamburg passiert ist. Oder drei Leute haben es erlebt, dorthin zu fahren und nichts zu gewinnen. Und das stimmt. Spielt keine so eine große Rolle mehr. Da. Ja, Uwe Gensheimer lassen wir vielleicht zu Hause. Nein, Spaß. Ist natürlich nur Spaß. Aber finde ich auch erstens cool, dass sie es dahin vergeben haben, an einen neutralen Ort, zum ersten Mal übrigens, dass das so ist. Das wäre schon ein ziemliches Highlight. Also da hätte ich schon ziemlich Bock drauf, ehrlicherweise, wenn wir das dieses Jahr mitnehmen könnten. Und das meine ich dann auch mit Stimmungsaufheller. Es kann ja dann sein, wer weiß, an einem guten Tag, wie viele Leute hätten gedacht, dass wir letztes Jahr nach 8 Niederlagen am Stück Flensburg im Halbfinale schlagen können und am Ende sogar den Pokal mit nach Hause genommen haben. Handball ist, was das angeht, ein Tagessport. Du hast dich ja als Kapitän schon mehrmals geäußert zur sportlichen Lage, ja auch hier und da schon mal mit kritischen Tönen. Du hast ja gerade auch gesagt, naja klar, du bist kein Fan davon, dass man jetzt sagt, okay, da läuft es ja super, das andere gucken wir jetzt mal nicht so drauf. In welcher Entwicklungsphase siehst du unsere Mannschaft gerade im Laufe der Saison? Ich finde, wir haben uns wieder stabilisiert, hat uns echt massiv viel Selbstvertrauen gefehlt durch die Niederlagenserie. Das hat man der Mannschaft angemerkt. Man hat der Mannschaft angemerkt, dass ja, von uns Führungsspielern einige nicht da sein konnten, um auf dem Spielfeld zu helfen in diesen schwierigen Phasen, weil dann müssen wir Verantwortung übernehmen, müssen wir vorangehen und ja, waren halt einfach einige verletzt, die das dann nicht machen konnten. Es ist oft nach so einer Niederlagenserie einfach ein ganz schwieriger Weg, da wieder rauszukommen und sich wieder so zu präsentieren und für sich selbst auch eine Stimmung zu bringen, dass man wieder eine gewisse Sicherheit ausstrahlen kann. Und das hat man, glaube ich, der Mannschaft in einigen Spielen angesehen, dass da ein Weg dorthin war, der aber irgendwie so eine kleine Klippe konnte nicht überstiegen werden, weil wir haben viele gute Phasen in Spielen gehabt und hatten dann katastrophale Phasen, die darauf gefolgt sind. Oh. Und ich finde, das haben wir schon ein bisschen stabilisiert jetzt, vor allem in den letzten Wochen, dass wir ja wirklich Spiele auch vielleicht ergebnistechnisch dann nicht
hundertprozentig überzeugend, aber so ein Spiel in Balingen muss man zum Beispiel auch erstmal gewinnen. Die zwei Spiele gegen Hannover, vor allem das erste Spiel, hat schon ein bisschen was ausgelöst in der Mannschaft, hat ein bisschen ein paar Knoten, glaube ich, auch gelöst. Und ich finde, wir sind auf einem deutlich stabileren Weg, auch wenn wir gestern wieder viele Bälle verloren haben. Aber das ist sicher, jeder ist sich bewusst, wo unser größtes Manko liegt. Und das sind einfach die Fehler, die im Angriff passieren. Und ich finde, wir konnten uns in den letzten Spielen eigentlich immer auf eine gute Deckung verlassen. Eigentlich auch immer auf, mit Ausnahme des Hamburg-Spiels, auf eine sehr gute Torhüterleistung verlassen. David hat eine richtig gute Phase da hinten drin und deshalb finde ich es auch richtig, dass er im Moment immer den Vorzug bekommt, weil wir einfach in so einer Phase sind, wo man, ja, es klingt vielleicht hart, aber auf persönliche Situationen da wenig Rücksicht nehmen kann, weil wir wollen erfolgreich sein. Absolut. Und da müssen die Besten auf dem Spielfeld stehen. Ja, und ich finde, es ist immer noch ein Weg, noch stabiler zu werden, um dann eben auch wieder überzeugendere Leistungen im Spiel auch ergebnistechnisch hinzukriegen. Das heißt, hat sich die Mannschaft für die Liga nochmal intern ein Ziel gesetzt? Kein konkretes. Kommt auf die Art und Weise an, wie wir uns präsentieren. Und da haben wir eigentlich zu Beginn der Saison schon uns Ziele gesetzt und Maßstäbe aufgesetzt, wie wir uns präsentieren wollen, mit was für einer Art und Weise wir Handball spielen wollen. Und das muss man auch ehrlich zugeben, ist uns nicht immer so gelungen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und darum geht es erstmal. Und dann ist es ja immer noch so, dass wir die Spiele gewinnen wollen, egal wo wir hinfahren, auch wenn wir auch dieses Jahr schon ein paar Mal richtig auf die Schnauze gefallen sind. Aber wir fahren ja nirgends hin, um die Spiele zu verlieren. Und wenn man dann gute Tage erwischt und sich hoffentlich auch wieder in eine Stabilität und vielleicht am Ende sogar in einen kleinen Flow reinspielen kann, dann kann man auch mal große Mannschaften wieder ärgern, von denen wir jetzt in der Hinrunde ein Stück weit entfernt waren. Und da wollen wir jetzt einfach wieder hinkommen. Am Samstag geht's nach Erlangen. Das ist auch immer ein spezielles Pflaster. Ja, Erlangen ist immer ein schwieriges Auswärtsspiel. Erstmal ist es immer schweinekalt in der Halle. Irgendwie ist das, kriegen die Isolierung vom Boden, Eis, das drunter liegt, nicht so gut hin wie bei uns in Mannheim. Der Boden war in den letzten Jahren immer, ich glaube, da haben die jetzt was gemacht, aber der war immer sehr, sehr hart. Und so. Das spielt auch eine Rolle, dass es einfach unangenehm ist, da zu spielen. Dann ist es immer ein aggressives Spiel in Erlangen. Die spielen schon eine ziemlich, ziemlich harte Deckung, versuchen mit Aggressivität da auch Zeichen zu setzen. Und darauf muss man sich vorher einstellen, damit muss man zurechtkommen. Und dann, finde ich, haben wir auch mehr Qualität als Erlangen und die ausreichende Qualität, um das Spiel zu gewinnen. Das hast du diplomatisch gesagt. Ich nenne sie ja immer liebevoll Kloppertruppe. Ich darf das aber auch, du nicht, glaube ich. Wenn das ein Spieler sagt, ist das, glaube ich, noch was anderes. Aber ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass wir tatsächlich vor einem Erlangen-Spiel immer hoffen, dass alle gesund wiederkommen. Weil letztes Auswärtsspiel in Erlangen, da möchte ich gar nicht so gerne dran zurückdenken. Ja, da möchte ich auch außer den zwei Punkten überhaupt nicht gerne zurückdenken. Das war schon... Ja, aber einfach der Beginn von Hallis lange, lange Leidensgeschichte. Und ja, das tut mir immer noch sehr, sehr weh, darüber nachzudenken. Aber ich habe ehrlich gesagt mittlerweile wieder Hoffnung, dass es bald wieder wird. Und die Hoffnung strahlt Hallil auch aus. Und da bin ich sehr froh drum, weil es hat uns allen, glaube ich, sehr weh getan, ihn so leiden zu sehen in den letzten Monaten. Ja, ist immer viel hätte, wenn und aber. Aber ich bin der Überzeugung, wenn er dabei geblieben wäre, glaube ich, wäre einiges ein bisschen anders gelaufen. Einfach, weil er halt auch, du hast von emotionalen Liedern gesprochen, die dann fehlen. Er ist ja so einer. Und das war, wie ich fand, von der ersten Sekunde an. Einer, der die Halle anpeitscht, der die Leute... Das ist einfach rundherum ein geiler Typ. Ja, Hallil ist unglaublich. Daneben, was für ein mega Handballer ist und was wir da für einen Fang auf der Seite gemacht haben, ist einfach, also wenn ich ihn spielen sehe, ich bekomme als Mitspieler Gänsehaut im Spiel, weil ich sehe, wie heiß er ist und wie er versucht, alle anderen zu pushen. Und ja, es gibt mir selbst auch auf dem Spielfeld Energie, das zu sehen und ihn zu erleben. Und klar hat er die Saison ein paar Spiele gemacht, aber da hat man schon gemerkt, dass ihm selbst auch was fehlt, wenn er nur decken kann. Und deshalb hoffen wir alle und sind alle positiv und schicken Stoßgebete gen Himmel, dass das bald wieder wird bei ihm. Was mir so krass imponiert, dir wahrscheinlich auch, wie ich dich kenne, dass er sich so brutal zu diesem Club bekennt. Dass er ganz offen sagt,
Ich will eigentlich nichts mehr, als hier weiterhin zu spielen. Das finde ich einfach irgendwie geil. So, ich meine, klar, es liegt wahrscheinlich nicht in seiner Hand, sagt er. Klar, müssen sich jetzt zwei Clubs einigen irgendwie, aber dass sich ein Spieler gar nicht so dieser Verhandlungsposition, da macht er sich gar keinen Kopf drum. Der findet das hier geil, der findet den Club geil und will einfach hierbleiben. Und das finde ich cool. Das ist eine Einstellung, die mag ich gerne, weil solche Leute können wir gebrauchen, die sich mit Haut und Haaren diesem Club verschreiben. Ja, das ist Hammer. Also, ich habe den Podcast gehört und ich muss sagen, also kriege ich am ganzen Körper Gänsehaut, wenn ich sowas höre, dass er sich so mit dem allen hier identifizieren kann. Und ja, was kann man da mehr dazu sagen? Also ich habe mal vor über einem Jahr mit ihm schon ein Gespräch gehabt, da war er gerade ein halbes Jahr hier und dann habe ich gefragt, wie es eigentlich so aussieht, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass wir ihn vielleicht auch schon sofort rauskaufen können. Und er hat mir damals schon gesagt, dass, wenn ich mit irgendjemand rede, soll ich bitte signalisieren, dass er unglaublich gerne hier bleiben würde. Und das sagt, glaube ich, einiges über ihn aus. Ja, wir laufen beim nächsten Heimspiel mit einer Box rum und dann kann jeder Fan nochmal. Also das ist natürlich eine teure Angelegenheit. Würde ist natürlich jedem klar. Also wir schlafen ja auch nicht alle auf dem Baum. Aber es wäre natürlich sehr, sehr, sehr wünschenswert. Da ist dann können wir gleich das nächste Stoßgebet hinterher richten. Eine Sache noch in diesem Abschnitt. Wir waren letzte Woche in der Schweiz, am letzten Wochenende, um einen sehr guten Freund einen kleinen Überraschungsbesuch abzustatten. Erzähl mal. Ja, wir wurden ja von Andis Schwester und dem sportlichen Leiter von Kriens Luzern, Nick Tominetz, dazu engagiert und gefragt, ob wir gerne dabei sein wollten bei Andis Verabschiedung als aktiver Spieler bei seinem letzten Verein, seinem Heimatverein in Kriens Luzern. Und ja, es war, glaube ich, uns allen klar, dass wir da auf jeden Fall hinfahren wollen und müssen. Und ich habe ja immer noch sehr, sehr viel Kontakt mit Andi. Wir telefonieren bestimmt mindestens zweimal die Woche. Und irgendwie hat er, glaube ich, schon geahnt, dass ich kommen könnte. Wir saßen im Auto, kann ich ja erzählen, und waren gerade Mittagessen schon in Luzern. Und du weißt ja dann, dass er mich dann angerufen hat, dass wir gerade zum Hotel. Mit FaceTime auch noch. Ja, zum Hotel gefahren sind und irgendwie hat das, glaube ich, gespürt. Und das war auch das Erste, was er mir gesagt hat, als wir da eingelaufen sind. Ja, ich habe es gewusst, dass du kommst. Ja, es war ein kleiner Rahmen zwar, anders als wir es hier in der SAP-Arena natürlich gewohnt sind. Was deine Schwester immer betont hat. Vielleicht ein oder andere Mal zu viel. Ja. Muss sie sich aber auch anhören. Ja, aber es war ein schöner Rahmen und ich glaube, es hat eben auch echt viel bedeutet, dass wir da waren. Das glaube ich auch tatsächlich. Also war unfassbar witzig. Ich fand es aber auch tatsächlich spannend, mal eine andere Liga zu sehen. Ich hatte vorher schon mal einmal die Schweizer Liga gesehen. Das ist wirklich was komplett anderes. Nicht nur ein bisschen was anderes. Also ich glaube, in so einer Halle würde in Deutschland ja niemals ein Erstligaspiel stattfinden, oder? Das wäre gar nicht erlaubt von den ABL-Regularien erstmal. Ja, und dann ist es ja schon so, dass man einfach krass merkt, auch wenn das jetzt ein Spiel war gegen Schaffhausen, also die zwei besten Mannschaften der Schweiz, dass es halt das Playoff-Prinzip gibt und dass da halt es nicht so unfassbar wichtig ist, ob man jetzt das Spiel gewinnt oder verliert. Das spürt man schon. Das fand ich auch. Aber es war eine schöne Reise. Ich habe schon gesagt, Reisegruppe Triple G, Gensheimer, Grötzki, Gerwin. Uwe ist gefahren. Hatte schon so ein bisschen Roadtrip-Charakter auf dem Rückweg. Wann sind wir losgefahren? 6 Uhr morgens oder was? 6 Uhr morgens, ja. Wir mussten ja hier um 9.45 Uhr haben wir trainiert. Da danach hier Jugendspieltag war am Sonntag. Darum mussten wir ja schon recht früh los und waren ja dann auch an ein paar Raststätten vergebens auf der Suche nach einem Kaffee. Ja, aber wir durften nicht aufsteigen. Uwe hatte irgend so einen Leihwagen und offensichtlich sperrt er sich ab, sobald Uwe das Auto mit dem Schlüssel 2 Meter weg. Und dann standen wir an so einem Rasthof und Uwe ist sofort losmarschiert. Wir waren uns sicher, der war zu, weil da war kein Licht an irgendwie. Es war halt auch, weiß ich nicht, 6.30 Uhr oder 7 Uhr oder was. Und dann sitzen wir da und dann haben wir uns nicht, also wir haben versucht, die Tür offen zu machen, ging aber nicht. Und dann Patrick hinten so, boah, ey, nicht, dass der hier so einen Bewegungsmelder hat und gleich hier die Alarmanlage angeht, weil wir uns hier bewegen. Da haben wir uns versucht, so wenig wie möglich zu bewegen. Und er hat es gar nicht gerafft, dass wir nicht rausgekommen sind. Uwe war fast ein bisschen sauer, dass wir nicht ausgestiegen sind. Uwe hat gedacht, er soll uns jetzt allen Kaffee holen und wir würden nicht mitgehen.
Ja, war tatsächlich sehr, sehr lustig und ja, ist halt, ich meine, ist wirklich so, ne? Wenn Martina anruft und es diese Möglichkeit gibt, mit so einer kleinen Geste dem Andi nochmal zu zeigen, wie wichtig er für uns, für die Rhein-Neckar-Löwen war. Aber ich fand es auch im Übrigen krass, wie viele Löwenfans da rumgelaufen sind, ne? Das waren gar nicht wenige. Auf jeden Fall in Löwentrikots und auch einige aus Deutschland extra angereist. Also wirklich cool, zeigt einfach, was dieser Mann für diesen Club bedeutet hat oder bedeutet. So muss man das sagen. Und ja, jetzt wird er Nationaltrainer. Spannend. Ja, sehr spannend. Wir wechseln die Kategorie und haben Löwenfragen Löwen. Löwenfragen Löwen. Wir kommen zu den spannenden Fragen von Mitspielern und Fans. Und ja, ich habe hier eine Audiodatei, die spiele ich mal ab. Ich weiß ja selber auch immer nicht, weil hier stehen immer mehrere, wer das ist. Wir hören mal rein, ob wir die Stimme erkennen. Hallöchen, Johnny. Ja, mich würde gerne interessieren, wie lange du noch vorhast, Handball zu spielen und was aber vielmehr deine Pläne nach dem Handball sind. Ob du dir da schon Gedanken gemacht hast, wie es denn nach dem Sport weitergehen soll. Dann erstmal noch weiter gute Besserung, viel Spaß und bis die Tage. Ich glaube, Tobias Reichmann sucht noch Investoren für seine Indoor-Spielhalle. Ja, freut mich erstmal, eine Frage von ihm zu hören. Ich habe noch vor, auf jeden Fall ein paar Jahre Handball zu spielen. Klar bin ich jetzt gerade in der Verletzung und hat mich jetzt schon ein paar Wochen, ein paar Monate leider außer Gefecht gesetzt, aber sonst bin ich ja die letzten Jahre wirklich richtig gut durchgekommen und fühle mich körperlich fit und handballerisch immer noch auf einem sehr guten Niveau und ich glaube, das konnte ich die letzten Jahre auch ziemlich gut zeigen und deshalb ja erstmal meinen Vertrag auf jeden Fall erfüllen bis 26 und dann muss man einfach schauen, wie dann die komplette Lage ist, wie viel Lust ich habe, weiter Handball zu spielen, wie der Körper dann noch mitmacht, aber ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass ich dann auch noch weiter spiele. Oh. Das kann ich mir schon auch immer noch vorstellen. Ist am Ende irgendwie dann eine Frage von Alternativen und vom allgemeinen körperlichen und psychischen Zustand. Ja, das Thema geringer verletzungsbedingter Raubbau am Körper, was du gerade über Tobi gesagt hast, gilt für dich, glaube ich, auch, oder? Du bist insgesamt in deiner Karriere auch bisher, wir klopfen auf alles auf Holz, von größeren und längerfristigen Verletzungen verschont geblieben, oder? Ja, im Großen und Ganzen schon. 2011, 2012 war ein bisschen so eine schwierige Zeit mit zwei Knieverletzungen in Folge und die zweite Knieverletzung. Das war Knieverletzung. Vor meiner Zeit. Deswegen habe ich das wahrscheinlich einfach gar nicht auf dem Schirm. Zweite Knieverletzung hatte mich da auch fast 5 Monate außer Gefecht gesetzt mit einem Knorpelschaden im Knie. Und das war keine einfache Zeit, aber daraus habe ich auch viel gelernt, was ich für meinen Körper noch zusätzlich tun muss. Und seitdem bin ich eigentlich, außer mal ein Bänderriss und ja, der natürlich bittere Wadenbeinbruch vor der EM 16 und der jetzigen Verletzung wirklich richtig gut durchgekommen über die Jahre. Und das ja, macht es natürlich auch ein bisschen einfacher, täglich ins Training zu fahren. Ja, um diese zeitliche Komponente ein bisschen mehr einzugrenzen, wie lange du noch Handball spielen möchtest, haben wir eine Frage von Michael Appelgren, der dich fragt, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ja, das ist ja dann fast das, was Tobi auch noch gefragt hat. Tobi hat auch noch gefragt, was ich vorhabe, danach zu machen. Ja, bin ich ehrlich gesagt ziemlich offen für vieles. Ich bin gerade noch dabei, meinen Master abzuschließen. Also habe gerade ein MBA in Sportmanagement, mache ich gerade noch nebenher und beginne da bald meine Masterarbeit zu schreiben. Das heißt, ich habe das hoffentlich noch dieses Jahr abgeschlossen oder muss es dieses Jahr abgeschlossen haben, sagen wir es mal lieber so. Und dann sehe ich mich eigentlich ganz gut aufgestellt, auch auf akademischer Ebene neben dem Handball, mir da auch was zu erarbeitet zu haben. Und dann ja, bin ich offen für viele Dinge und kann noch nicht hundertprozentig sagen, welchen Bereich es für mich gehen soll. Wäre natürlich irgendwie schon schön, auch im Sport irgendwie was weiterzumachen, weil mir das einfach Spaß macht. Aber ich bin, wie gesagt, da ziemlich offen. Was ist denn ein MBA? Master of Business Administration nennt man das. Als internationales. Und dann dürfen wir dich mit Master ansprechen. Master Gretzky. Nick fragt, wie gehst du an mental schwierige Situationen ran? Hast du da bestimmte Praktiken? Ja, habe ich Praktiken. Die Frage ist, was,
genau mental schwierige Situationen sind. Gibt viele herausfordernde Situationen, nenne ich die mal. Beginnt schon Vorspielen, dass man da eine gewisse Lockerheit irgendwie bewahrt. Ich habe da schon auch Praktiken auf dem Spielfeld, mit mir selbst zu sprechen, selbst gut zuzureden, Dinge auch im Kopf vorher durchzugehen, wie man vielleicht irgendwelche Situationen hat. Ich schaue beispielsweise vor Spielen extra nochmal Video, wie Torhüter von außen auf Würfe reagieren. Nehme mir da immer ein bisschen Zeit dafür und ja, versuche dann einfach so ein paar Dinge abzuspeichern. Und während eines Spiels ist es dann noch ein bisschen herausfordernder, wenn es vielleicht für einen persönlich nicht so läuft, wenn es für die Mannschaft gleichzeitig auch nicht so läuft, da dann ruhig und kühl zu bleiben. Und das gelingt auch nicht jedem Spieler immer, auch nicht mir gelingt es immer. Und ja, das sind dann eben so Techniken, die man versucht und die man sich über die Jahre auch mit Hilfe von Mentaltrainern erarbeitet hat und da für sich versucht hat, einen richtigen Weg zu finden, die man dann so nacheinander versucht durchzugehen, um nicht zu sehr in seinen Leistungen abzufallen. Das hätte mich nämlich jetzt interessiert, ob du das selber entwickelt hast oder ob dir ein Mentaltrainer mal irgendwann gesagt hat, sprich ruhig mal mit dir selber vorm Spiel. Ja, das sind so unterschiedliche Sachen. Klar hat man sowas schon mal gehört, aber ich finde, viele Dinge entwickeln sich auch einfach durch Erlebnisse in einem Spiel, wo man auf die Schnauze gefallen ist und dann beim nächsten Mal vielleicht versucht hat, was anders zu machen in solchen Situationen. Und zusätzlich habe ich auch eine Zeit lang intensiv mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet und da war das unter anderem auch ein Thema. Janinski fragt, wie gut schmeckt dir Tobias Reichmanns Lieblingsgetränk? Ja, schmeckt mir wirklich überhaupt nicht. Ich finde es, habe schon einige Leute gesehen, die das trinken, aber... Müssen sie nochmal ins Boot holen kurz. Ja, ich kläre nochmal auf. Ja. Ich hatte ja auch die Frage über Tobias Podcast gestellt und er trinkt sehr gerne Wodka-Cola und das beißt sich für mich sehr. Ich muss es mal probieren, glaube ich einfach. Aber es war keine Kombi, wo ich sofort sage, ugh. Also, ja, ist nicht unfassbar eklig, aber schmeckt auch nicht gut. Schmeckt auch nicht unfassbar geil. Elea fragt, die Frage finde ich interessant, wer ist der beste Kabinen-DJ? Musst du dich jetzt nicht selber denunzieren? Ich bin schon eine Weile nicht mehr Kabinen-DJ auch. Deshalb habe ich da wenig Gefühle sowieso drin. Aber du warst doch lange, oder nicht? Auch bei der Nationalmannschaft. Ja, es wurde auch ein bisschen zu groß dann gemacht, weil die Journalisten, habe ich manchmal das Gefühl, die arbeiten immer so ein bisschen die gleichen Themen ab während einem großen Turnier, wenn ihnen die Themen ausgehen. Mittlerweile ist es Timo bei der Nationalmannschaft und ich finde, der macht das ziemlich gut. Der gibt sich da auch sehr viel Mühe, eine Playlist auszuarbeiten, auch nach den Spielen und der macht das wirklich sehr gut, Timo Kastening. Und wer ist bei uns? Bei uns ist es ziemlich gemixt, glaube ich, momentan. Okay. Niklas ist dafür zuständig, die Box mitzunehmen, macht auch manchmal Musik, aber jetzt hat gerade Apfel, glaube ich, irgendwie so den Gedanken, dass er geile Musik hört und dass alle daran teilhaben müssen. Der Meinung sind nicht so alle, aber jedem kann man sowieso nicht recht machen. Aber wer ist dann in deiner Karriere bis jetzt der beste Kabinen-DJ gewesen? Ich würde schon sagen Timo Kastening. Echt jetzt? Macht es echt gut. Timo Kastenings Musikgeschmack. Also ich würde ja tippen, ich glaube Timo ist so ein deutscher Hip-Hop-Typ. Timo ist so ein Kontra-K und Co-Typ, oder? Ja, also das spielt er zumindest nicht. Na, Timo hat, glaube ich, einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack und sehr breit gefächerte Interessen sowieso auch. Und das spiegelt sich dann eben auch in der Musik. Also ich kenne einen, der sollte tatsächlich niemals Kabinen-DJ werden. Ja, der war auch einmal beim Turnier und diese Musik musste ich mir im Kraftraum ab und zu anhören während des Turniers. Andy Wolf. Oh nee, den meine ich gar nicht. Aber der darf es auch nicht sagen. Nein, echt nicht. Das ist eine Katastrophe. Also ich habe ja jetzt tatsächlich, viele von euch wissen, dass ich jetzt viele Stunden im Auto mit Andy Wolf verbracht, um ihn zu allen möglichen Behandlungen zu fahren. Ich finde seinen Musikgeschmack tatsächlich eine Vollkatastrophe. Weil da sind wir bei diesem Thema. Deutscher Hip-Hop und sowas alles, das ist einfach nicht so richtig meins. Nee, ich meinte tatsächlich Tobi Reichmann. Ich bin auch ein Fan von Malle Ledern. Ja, aber der übertreibt ganze Zeit ja völlig. Muss sein, ja. Der hört das ja wirklich, wenn der zum Training fährt, hat er mir mal erzählt, dann läuft das bei ihm auf voller Lautstärke, hört der Malle Lieder.
Ja, hier, Delfin in der Bauchtasche. Einen anderen Spieler hier, der nicht mehr hier ist. Und das war richtig krass. Christian Horsen. Ah. War der größte Mallorca-Lieder-Fan und hat das auch in meinem Auto gehört. Brutal. Naja, wenn einem das gute Laune macht, dann okay. Wahnsinn. Dann, sehr gute Frage von Account Gensheimer, aber es ist natürlich nicht Uwe. Wie geht es dir mit den Abschieden von Andi und bald auch Uwe? Wobei, bei Uwe müssen wir ja sagen, da haben wir ja schon mal eine Generalprobe gemacht. So, das haben wir ja schon mal einmal irgendwie hinter uns. Da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, wie es wird. Hoch und wieder runtergezogen. Aber ich würde sie ihm selber wieder, ganz ehrlich, er soll sie selber wieder aufhängen. Er soll sie selber wieder aufhängen. So, oder, das hat er sogar selber vorgeschlagen, dass wir einfach mit Edding eine neue Jahreszahl drunter schreiben. Nee, aber ich formuliere die Frage mal um. So, erinnert dich das manchmal auch dann an das, was dir dann auch irgendwann, also kommt dann der Gedanke so, boah, irgendwann wird es bald soweit sein, bei mir auch? Ja, bei jedem Abschied habe ich schon den Gedanken in meinem Kopf, was werde ich sagen bei meiner Abschiedsrede? Soll ich da jetzt schon mal anfangen, da was vorzubereiten? Das ist schon Gedanken, die dann da hochkommen. Ich hoffe, ich bin noch ein bisschen davon weg. Es macht was mit mir, weil einfach gute Freunde dann nicht mehr jeden Tag neben einem sitzen. Und ja, vor allem, ich glaube, viele wissen, wie eng ich mit Andi befreundet bin. Das hat schon, ja, war schon hart. Und mittlerweile ist ja auch die Altersstruktur in der Mannschaft dann, hat sich ein bisschen geändert. Ja. Und so viele ähnlich Altrige gibt es dann auch nicht mehr in der Mannschaft. Dann nächstes Jahr werde ich der älteste Spieler auf jeden Fall sein. War ich dieses Jahr schon auf dem Spielfeld viel, weil Uwe ja leider so lange jetzt verletzt war. Ja, und so ein Generationswechsel ist es dann schon in der Kabine und dann hat man schon eigentlich ein paar andere Themen auf der Platte als jetzt vielleicht die 5, 6 Anfang 20-Jährigen. Ich glaube, das ist ganz, ganz normal. Hält aber auf der anderen Seite auch ein bisschen jung. Ja, da geht es dir wie mir, wenn ich momentan so in so einen Club reinkomme, wo ich mir mittlerweile mit meinen 36 Jahren denke, Alter, wer hat die Tür vom Kindergarten aufgelassen? Das ist ja Wahnsinn. Aber ich befürchte, wir werden älter. Ja, könnte sein. Die Leute werden ja nicht jünger, sondern wir werden älter. Ja, finde ich gut, dass du dir jetzt schon Gedanken darüber machst, was du da eventuell sagen wirst. Ich weiß ja bis heute nicht, was der Andi am letzten Samstag bei seiner Verabschiedung gesagt hat. Da hat man ja kein Wort von verstanden. Ihr versteht das ja alle offensichtlich. Ich war der Einzige, der das nicht verstanden hat. Da war so ein Schweizer Moderator, übelste Sportlegende, Bernie hieß er. Ja. Und Bernie ist da halt so ein Fernsehmoderator gewesen. Und Bernie hatte dann vorher angemeldet, er würde gerne Fragen stellen an Uwe und an Patrick. Und ihr wusstet auch, welche Fragen er euch stellt. Und irgendwann sagt Uwe dann so zu mir, ja, glaubst du, dass du der Einzige bist, der da keine Frage gestellt bekommt? Und ich habe nur gesagt, ja, aber mir hat ja keiner eine Frage gesagt, also werde ich ja auch nichts sagen müssen. Und dann auf einmal stellt der Mann mir eine Frage und ich habe den einfach nicht verstanden. Ist mir ein Wunder, wie ihr das verstehen könnt. Ja, das war schon dreckig. Vor allem hast du noch vorher gesagt, dass du gar nichts verstehst, wenn die Schweizer Deutsch reden. Und Wahnsinn! Der Bernie Scher übrigens, in der Schweizer TV-Legende, lange Schweizer Sportfernsehen gemacht. Ja, ich wollte dir schon übersetzen, als er die Frage gestellt hat, aber war nicht notwendig. Du hast es ja in dem Moment gut gemeistert und ich glaube, es liegt einfach mit unserer süddeutschen Herkunft hier, dass wir das ein bisschen mehr im Ohr haben, dass das Südbadische auch ein bisschen in die Richtung beispielsweise geht und dass wir das schon öfter gehört haben. Stimmt. Und ja, ich würde einfach behaupten, ich habe ein ganz gutes Sprachgehör noch dazu und verstehe das zumindest ganz gut. Also wirklich, also vor allem, haben die sich schon Spaß draus gemacht. Da stand einer neben mir, das war ein ehemaliger Mitspieler von Andi wohl. Und der Bernie macht den Witz und die ganze Halle lachte, außer ich habe nicht gelacht. Und dann guckt er mich nur so an und sagt so, hast du es nicht verstanden? Und ich so, nein. Und dann hat er mir, ja, er hat das und das und das gesagt. Und ich habe dann 10 Sekunden danach halt gelacht. Also es war wirklich lustig, aber das war für mich echt, ich habe wirklich Lampenfieber gehabt. Ich meine, wer mich kennt, der weiß, Alter, eigentlich bringt mich nichts aus der Ruhe. Aber da vor 1000 Leuten den armen Mann dreimal fragen zu müssen, was er mich gefragt hat, das war meine größte Angst an dem Tag. Wir wechseln eine habe ich jetzt hier übersprungen, aber die können wir noch schnell machen. Friedrich fragt, glaubst du, dass du bei Olympia dabei sein kannst? Also verletzungstechnisch sollte das hinhauen, wenn es mich nicht nochmal erwischt. Ich versuche ab jetzt natürlich die Leistungen hier zu bringen, erstmal
ist das das Allerwichtigste, dass wir hier in die Spur kommen, dass wir erfolgreich wieder sind. Und ich versuche, mich so gut wie möglich zu präsentieren, um dann bei Olympia dabei sein zu können, die Chance zu kriegen. Muss man ja auch so ehrlich zu sich sein, wird wahrscheinlich das letzte Mal in der Karriere sein, höchstwahrscheinlich. Und da wäre Paris schon ein Riesending. Und deshalb drücke ich natürlich alle Daumen, umso mehr auch nochmal, dass die Jungs die Quali schaffen. Wir auch. Vor allen Dingen auch mal wieder richtige Olympische Spiele. Also Tokio war ja schon so eine Art Kompromiss, ehrlicherweise. So ohne Zuschauer, ohne alles. Das ist ja nicht dasselbe. Sind wir mal gespannt. Wir wechseln nochmal einmal die Kategorie und sprechen über die Nationalmannschaft. Löwen privat. Ja, so ganz privat ist das Thema jetzt nicht, aber wir nehmen jetzt einfach mal die Kategorie Löwen privat und modeln uns die so um, wie wir die gerade gebrauchen können, weil dich privat haben wir ja jetzt auch schon in vielen Podcasts kennengelernt. Wir wollen mit dir dem deutschen Nationalspieler sprechen. Für den aktuellen Lehrgang zur Olympia-Quali haben wir schon drüber gesprochen, hat es nicht gereicht. Umso wichtiger, hast du ja gerade auch gesagt, ist das Daumendrücken für die Jungs. Wie schätzt du das ein? Kroatien, Österreich, Algerien? Zwei kommen weiter. Ja, keine einfache Gruppe, aber ja, ist ja ganz klar, dass da unser Anspruch sein muss, uns zu qualifizieren. Zumal eben, wie du angesprochen hast, zwei weiterkommen. Wissen aber alle, dass das gegen Kroatien und gegen Österreich kein Selbstläufer wird. Und Kroatien noch mit Dago Sigurdsson als neuem Trainer wird sich sicher auch nochmal versuchen, anders zu präsentieren. Und ich bin da sehr auch davon überzeugt, dass Dago da auch wieder erfolgreich sein wird. Da glaube ich schon ziemlich daran, weil er einfach ein brutal guter Handballtrainer ist und bei allen Mannschaften das gezeigt hat, dass er da sehr erfolgreich sein kann. So kurzfristig auch schon? Ja, das ist die Frage. Das wird man sehen, wie das dann sich zusammenfindet, weil viel Zeit ist ja auch vor den Spielen nicht. Aber ich finde schon, dass Dagur auch in kurzer Zeit immer einem als Mannschaft viel mitgeben konnte und die Sachen immer ziemlich einfach und simpel hält, aber auch klare Anforderungen immer stellt. Und deshalb macht es schon noch ein bisschen gefährlicher gegen die Kroaten, dass er jetzt da Trainer ist. Weil ich echt sagen muss, dass er auch einer der besten Handballtrainer ist, die ich in meiner Karriere erlebt habe. Österreich haben wir bei der Europameisterschaft gesehen, wie gefährlich die auch sein können. Trotzdem muss es ja natürlich der Anspruch einer deutschen Nationalmannschaft sein, gegen Österreich zu gewinnen. Und ich bin auch gespannt, ob sie dieses Niveau von der Europameisterschaft dann auch halten können und sich auch wieder so präsentieren können. Aber sicher haben wir den größten Druck aus dieser Gruppe, uns zu qualifizieren. Algerien dürfen wir auch nicht vergessen, aber ich glaube, da wird sich jede europäische Mannschaft, die jetzt hier dabei ist, durchsetzen. Da freut sich Kroatien jetzt über die zwei Jahre, die Dago Sigurdsson da. Also das ist das Einzige, was ich ihm so ein bisschen, ja nicht vorwerfe, was ich immer so ein bisschen schade finde, dass er dann, wenn er, glaube ich, damals weitergemacht hätte, ich glaube, das wäre eine gute Entwicklung gewesen, eine gute Kontinuität gewesen. Aber ja, er hat sich dann für was anderes entschieden. Ja, der liebt halt auch Herausforderungen. Ja, und ich glaube, Japan war eine riesen Herausforderung. Vor einem Heim-Olympiaturnier die zu übernehmen und die dann auch auf eine andere Art und Weise zu führen, wie es in Europa der Fall ist, weil einfach die Strukturen ganz anders sind in Japan mit den ganzen Werksteams von Unternehmen, die ganze Lebensphilosophie einfach eine andere ist. Wir haben ihn getroffen und er hat erzählt, er hat junge 18-jährige Spieler, die eigentlich richtig gut sind, die dürfen aber nicht spielen, weil die einfach jünger sind als die anderen, weil Hierarchie in Japan so ein großes Thema ist. Krass. Und das fand ich dann schon interessant, das alles handeln zu müssen. Und er hat es jetzt aber auf lange Sicht mit der Olympia-Quali jetzt ohne Heimturnier auch für die richtig gut hinbekommen. Ja, für mich kristallisiert sich da kein richtiger Favorit raus, ehrlicherweise. Österreich, glaubst du, sie können diese EM-Form konservieren? Weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sie da auch ihre Leistung in allen Ehren ein bisschen überperformt haben. Ja, die waren in einem totalen Flow, das hat man, glaube ich, gemerkt. Die hatten ein riesen Vertrauen in ihre eigenen Stärken. Die konnten alle auch, wenn man das sich anschaut, dass ein Billig und ein Hutecek da in jedem Spiel fast 60 Minuten durchgerattert sind, hinten und vorne, ohne dass man jetzt einen riesen Leistungsabfall gesehen hat über die Dauer des Spiels.
war das schon ja, wirklich aller Ehren wert und war eine Riesenleistung von denen. Und ja, wie ich eben schon gesagt habe, ich bin da sehr gespannt, ob sie einfach dieses Niveau halten können. Ja, und Wagner noch am Kreis, hat auch ein sehr gutes Turnier gespielt, der auch in Frankreich eine ziemlich gute Rolle schon gespielt hat. Ja, der soll mal ruhig rankommen. In der französischen Liga. Der soll mal ruhig rankommen, der Kollege Wagner. Natürlich, Konstantin Möstl im Tor war auch ja, die Überraschung wahrscheinlich des Turniers. Hat wirklich dann sensationelles Turnier gezeigt. Dürfen wir nächstes Jahr auch in der Bundesliga begutachten. Ja, und es wird einfach spannend, ob diese wenigen Schultern das nochmal so schultern können. Ja, Tobias Wagner wird ein spannendes Thema, wenn der kommt. Der hat sich ja nachher in Österreich nach der EM aber wirklich sehr über die deutschen Fans beschwert, die die österreichische Mannschaft angeblich respektlos behandelt hätten. Sie hätten ständig ein Pfeif-Konzert bekommen. Ich erinnere mich da nicht dran, ehrlicherweise, hat er beim ORF in einem Interview gesagt. Ich denke, dass er davon, dass er meinte, oder dass er die Pfiffe meinte, die dann halt für Zeitspiele und Co. Ich war auch ein bisschen verwundert, dass auf einmal die ganze längste Arena für Frankreich war. Das habe ich noch nie erlebt. Aber klar, ging natürlich darum, der deutschen Mannschaft zu helfen. Fand ich ganz interessant, dass er das so gesagt hat. Bin mal sehr gespannt, wie es in Hannover wird. Das, die drei Spieltage waren innerhalb von Stunden ausverkauft. Das heißt, drei Spieltage mit 10.000 deutschen Fans. Davon wird man ja ausgehen können. Das wird ein ganz heißes Stück, glaube ich. Ja, also erstmal noch zu den Aussagen. Also man spielt in einem anderen Land und gegen Deutschland ist er wohl... Also, ja, ich habe es auch nicht verstanden. Ja, also soll es ja wohl klar sein, dass es ein Auswärtsspiel sein soll und wenn dann es um Weiterkommen noch der deutschen Mannschaft geht, also ja. Ich finde es deshalb schade. Ich glaube, wenn Österreich nach dem Unentschieden, bestand ja auch die Möglichkeit, dass Österreich vielleicht sogar auf einmal ins Halbfinale geht. Ich behaupte, wenn Deutschland ausscheidet und Österreich spielt ein Halbfinale gegen Dänemark, oder gegen keine Ahnung wen. Ich glaube, dann hast du da 15.000 Österreich-Fans. Also Deutsche, die Österreich unterstützen würden. Das finde ich ein bisschen schade, dass er dann so spricht. So, das fand ich ein bisschen. Ja, aber wenn er es so empfunden hat, dann soll es rauslassen, verstehen, muss man es ja. Voll. Muss man es ja nicht unbedingt. Die sind ja auch noch neu in diesem. Muss man ja auch mal sagen. Neu in diesem. Ja, in dieser Bubble, wo sie auch mal Deutschland schlagen können, eigentlich hätten sie das Spiel gewinnen müssen, in meinen Augen. Auf jeden Fall. Ja. Und dass es dann da mal härter zugeht und man halt dann da nicht, ja, müssen sie halt auch lernen. Aber an sich sind das ja alles, also ich finde es einen der sympathischsten Truppen, ja, die bei der EM waren. Sehr sympathisch, also was auch so außenrum da passiert ist. Was und Tobias Wagner mit einer der sympathischsten, deswegen hat mich das so gewundert, aber gut. Vielleicht macht er sich auch selber ein bisschen heiß. Ja, dafür schon, ja, kann ja auch theoretisch sein. Aber ich glaube in Hannover, um darauf zurückzukommen, wird es auch wieder eine sensationelle Stimmung sein. Wir haben letztes Jahr unter anderem da auch in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft dort gegen Island gespielt und das Handballinteresse ist riesig in Hannover, das merkt man auch bei den Spielen der Recken und da wird wieder eine fantastische Stimmung, wie auch schon im ganzen Januar in ganz Deutschland sein und hoffentlich wird das auch einen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft es dann schafft, sich für Olympia zu qualifizieren. Ich sag den Hannoveranern, sie sollen ein bisschen leiser sein, wenn Tobias Wagner kommt, damit es ihm gut geht. Jetzt haben wir nur über Algerien nicht gesprochen. Die sind der krasse Außenseiter. Wir haben bei der WM 23 mit 37-21 gegen sie gewonnen. Ja, kann man da viel über sie sagen? Ich glaube, das ist auch viel U21 bei denen im Team. Da waren sie gar nicht so schlecht. Ja, muss ich ehrlich sagen, kenne ich mich zu wenig aus. Die haben mit Gedbane, der nach Erlangen nächstes Jahr wechselt, einen sehr guten Torhüter, der auch schon ein paar Jahre Champions League gespielt hat. Die haben einen guten Rückraum rechts, habe ich jetzt keinen Namen parat, aber der spielt in Frankreich auch. Der spielt dort eine gute Rolle in der Liga und ist ein gefährlicher Shooter. Und sonst waren es zumindest letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft viele quillige Spieler. Und klar, ist es ein Spiel, das man erstmal gewinnen muss, aber auch gewinnen, die Betonung auf gewinnen muss. Bereits dabei für Olympia sind Dänemark, Frankreich und Schweden. Also genau die drei Teams, die auch bei der EM vor uns waren. Eine Medaille wäre also eine große Überraschung oder wie siehst du das? Ja, im Moment ist es so, dass eine Medaille, glaube ich, immer eine Überraschung wäre. Muss man ja so sagen, weil wir einfach die letzten Jahre schon ein Stück weg waren von der Medaille und diese drei Mannschaften jetzt über die letzten Jahre schon krass gut performt haben und auch einfach ein Stück weg waren von allen anderen Mannschaften. Die Dänen und die Franzosen sowieso und die
Schweden haben sich so peu à peu da als dritte Kraft etabliert in den letzten Jahren und wurden auch mit einem Titel noch in der Zeit sogar belohnt und haben einfach auch mega Qualität in ihren Reihen, wenn man da sieht, was da nach einer Viertelstunde für Spieler dann auf einmal aufs Spielfeld kommen können. Das ist schon auch mittlerweile echt krass. Dazu immer gute Torhüter, Palle hält da bei jedem Turnier richtig, richtig stark. Und ja, die kriegen einfach das richtig gut hin, haben da was richtig Gutes aufgebaut und das ist ja was wir auch erreichen wollen, diesen Weg zu gehen, aus einer schwächeren Phase zu kommen und jetzt peu à peu da wieder vorzustoßen. Und die letzten Jahre zeigen auch die Platzierungen, dass wir das da geschafft haben, näher ranzurücken. Das zeigen auch die Spiele bei den Turnieren gegen diese Mannschaften. Und jetzt geht es darum, diesen letzten oder weiteren Schritt zu tun, um dann eben in die Phalanx von den drei vorzustoßen. Trotzdem ist es bei so einem olympischen Turnier, ja, es ist auch wieder möglich, also wenn nicht sogar, hört sich blöd an, aber vielleicht der Weg ist sogar ein bisschen einfacher, da in Halbfinale zu kommen, weil einfach auch weniger Mannschaften am Ende dabei sind mit nur 12 Mannschaften. Und 2016 hat ja auch gezeigt, dass man da auf jeden Fall in der Lage sein kann, eine Medaille zu holen. Wenn man sich da auch daran zurückerinnert, klar ist das jetzt schon echt lange her, aber wie knapp es da auch im Halbfinale dann gegen die Franzosen war, da vielleicht sogar um Gold dann zu spielen. Und ich finde, wir haben viel Potenzial in der Mannschaft und da gibt es aber auch immer noch viel zu verbessern und viele Spieler, die ganz weit weg noch sind von ihrem Zenit hoffentlich, die da echt noch die nächsten Jahre noch was viel draufpacken können und jetzt schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Und ich finde, darauf werden und müssen wir aufbauen und werden ziemlich sicher in Zukunft erfolgreich sein. Das Fundament ist da. Einige Experten hatten nach der U21-WM gefordert, dass man per se 4-5 von diesen U21-Weltmeistern mitzunehmen hätte. Ich versuche es mal so zu formulieren. Jetzt waren die einfach dabei, aus Leistungsgründen, und haben richtig gut performt, oder? Ja, so muss es ja. Also 4-5 waren es jetzt nicht, aber es war schon stark, fand ich. Ja, es waren David, Renas Ustchins, Nils Lichtlein, und Justus Fischer. Ja, 4. Ja, und die waren alle dabei, weil sie sich's verdient haben, durch sehr gute Leistungen im Verein und einfach, weil sie auf einem richtig hohen Niveau sind. Und genau das muss ja der Weg sein. Ja. Also wir können ja nicht sagen, wir experimentieren bei so einem Turnier und nehmen einfach Leute dazu, sondern wir nehmen Leute dazu, weil sie Deutschland, die Handballnationalmannschaft weiterbringen und nach vorne bringen und einen großen Teil dazu beitragen können, dass man erfolgreich ist. Und die Jungs hatten das alle verdient und hoffentlich werden sie in den nächsten Jahren noch mehr aus der Generation oder aus der Generation, die vielleicht jetzt sogar noch jünger ist, die da hochkommen können, dass man einfach auf die nächsten 10, 20 Jahre da eine sehr, sehr schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen kann. Und da bin ich ehrlich gesagt davon überzeugt, dass das auch machbar ist und dass diese Mannschaft auch in den nächsten 10 Jahren regelmäßig um Medaillen spielen wird. Ich glaube, das war auch deine Antwort auf diese Expertenmeinung damals. Und ja, mir ging es einfach nur darum, dass es mir halt auf den Sack geht, dass einfach dann so per se das gefordert wird, sondern bei dem Turnier sind dann die gleichen Leute, die dann abschneiden, kritisieren, die vorher dann vielleicht andere Sachen gefordert haben. Und es geht um Leistung. Wir sind im Leistungssport und da müssen die Besten dabei sein. Und das ist das Einzige, was zählt. Ja, manchmal nervt es, dass sich da so ein kleiner Handballstammtisch gebildet hat, der mittlerweile der Meinung ist, wirklich alles, was denen gerade so in den Kopf kommt, einfach so ungefiltert raushauen zu können und auch sich auch keine Gedanken darüber macht, was das vielleicht in dem einen oder anderen Protagonisten auf dem Spielfeld auch auslöst. Ich meine, wir haben die ganze Situation rund um Juri Knorr während der EM ja mitverfolgen können, quasi in live, wenn dann ehemalige Nationalspieler, die natürlich auch, weiß Gott, eine Expertise haben, da gibt es ja nichts. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass man da vielleicht nochmal eine Sekunde länger darüber nachdenkt, was man da vielleicht so raushaut. Ja, erstens das und zweitens ist es ja auch so, ja, ein bisschen die Art und Weise und so, sich zu überlegen, was passiert denn vielleicht mit so einem Menschen, wie es war sowieso schon sehr viel Fokus auf Juri und dann alles immer auf ihm runterzubrechen, finde ich einfach viel zu viel. Also der Junge ist Anfang 20 und soll den größten Verband der Welt auf seinen Schultern tragen, die sicher breit sind, aber
eine Handballmannschaft besteht aus viel mehr Personen und man muss auch einem Juri Knorr die Zeit geben, da reinzuwachsen. Und er hat mega Leistungen gezeigt, vor allem letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, wo alle dann auch endgültig gecheckt haben, dass er auf einem richtig hohen Niveau ist. Aber es gibt Schwankungen im Spiel und das ist auch ganz normal. Und wenn es dann ein schlechtes Spiel wie gegen Österreich gibt, dann alles an einer Person festzumachen, das finde ich, dafür haben eigentlich auch die Leute zu lange Handball gespielt, um das eigentlich besser wissen zu müssen. Auch wenn ich manchmal glaube, dass es sich vielleicht nicht ganz so rein versetzen können, weil einfach auch zu der Zeit diese ganze Belastung, muss man ja schon so nennen, in dem Rahmen mit Social Media einfach eine ganz andere war. Da konntest du einfach sagen, okay, ich lese jetzt halt mal 3 Wochen keine Zeitung. Ja. Und damit hast du sowieso von nichts anderem gehört. Und so, wie die heutige Zeit ist, kommen einfach solche Dinge halt viel mehr und viel extremer auf einen zu. Und man beeinflusst vor allem Meinungen von anderen Leuten, die vielleicht nicht so viel davon verstehen. Und das finde ich was ganz Entscheidendes, wo man sich, finde ich, mehr auch bewusst sein muss als jemand, der dann in der Öffentlichkeit solche Sachen raushaut, wie viele Meinungen eigentlich beeinflusst werden und wie viele Leute dann durch solche Aussagen auf eine Person einhacken, muss man ja mittlerweile dann wirklich, wirklich leider so nennen. Und ich finde, dafür müsste einfach ein größeres Bewusstsein da sein. Da geht es halt um Aufmerksamkeit, befürchte ich. Da geht es auch nur darum, während eines großen Turniers mit irgendwelchen Formaten möglichst hohe Reichweite zu haben. Und die wissen halt, die bekommen sie nur, wenn sie halt Sachen raushauen, über die am nächsten Tag halt gesprochen wird. Und ich finde diese Entwicklung ehrlicherweise sehr, 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 sehr schade. Vor allen Dingen die, über die wir da sprechen, die hätten, glaube ich, in ihrer laufenden Karriere, wenn es da schon Social Media in der Form gegeben hätte, wie es heute ist, glaube ich, einiges an Social Media Arbeit leisten müssen und sich auch einiges anhören müssen. Ich will das auch nicht zu schwarz sehen, weil die tun sehr viel auch für den, für den Handball und bringen den Handball nochmal vielleicht auf einer anderen Plattform in den Fokus. Und haben auch in der Vergangenheit viel dafür getan. Ich finde einfach nur, Kritik ist okay, aber man muss auch ein bisschen überlegen, was man mit sowas vielleicht auslösen kann, gerade während so eines großen Turniers. Und da, wie ich eben schon gesagt habe, würde ich mir einfach ein bisschen mehr Bewusstsein auch wünschen. Wie geht ihr mit Juri um in solchen Situationen? Weil was mich zum Beispiel gerade sehr, sehr, sehr stört ist, ich gucke immer schon auf unser Logo oben, ob wir schon Rhein-Neckar-Knorr heißen oder nicht. Du weißt doch, was ich anspiele. Es gibt halt gewisse Zeitungen, die schon gar nicht mehr über die Krise der Löwen sprechen, sondern über die Krise des Knorr-Clubs. Dann geht es dann darum, der Knorr-Trainer, der Knorr, das muss doch für ihn wahnsinnig sein. Wahnsinnig. Könnt ihr als erfahrene Spieler ihm da eine Hilfe sein? Also, weil die werden sich ja nicht hinterfragen, die das schreiben. Die werden ja nicht sich denken, boah, die wissen wahrscheinlich einfach nur, Google sagt, wenn ich Knorr reinschreibe, klickt das gut. Wir wissen, um was es da geht. Ich glaube, jeder, der sich mit so einer Thematik auskennt, der weiß, dass es darum geht, dass solche Schlagzeilen so oft wie möglich angeklickt werden. Ist leider in der heutigen Zeit so geworden. Ich finde, dass Juri mit diesen Sachen überragend umgeht. Ich auch. Also, in dem Alter so abgeklärt mit solchen Dingen umzugehen, das kann ich mich nicht erinnern, dass ich das geschafft hätte. Der einzige Tipp, den ich ihm oft gebe, lies bitte einfach nichts. Ja. Ja, das hoffen wir sehr. Ein Thema bei Olympia ist auch noch eins, das ich ein bisschen schade finde. Die Finalspiele werden nicht in Paris stattfinden, sondern in Lille. Das ist schon hart, oder? Ja, das ist wirklich ein bisschen komisch, finde ich auch. Um die ganze Geschichte zu kennen, muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es sogar auf der Kippe stand, dass das gesamte Turnier in Lille stattfinden sollte. Es hat sich jetzt so herauskristallisiert, dass den Basketballern, dem Internationalen Basketballverband, die Halle in Paris zu schlecht war. Deshalb haben die sich dafür entschieden, gar nicht in Paris spielen zu wollen. Daraufhin hat der Handballverband zum Glück gesagt, wir wollen dort spielen. Und deshalb finden jetzt zumindest die Vorrundenspiele in Paris statt, wo man dann wirklich auch dieses olympische Gefühl bekommt. Und danach muss man dann ja leider, weil ich finde schon, dass so olympische Spiele machen das schon aus, dass man
im Dorf leben kann, dass man diese ganze Atmosphäre spürt. Und das wird sicher anders sein in Lille, auch wenn man dort im Fußballstadion spielen wird und hoffentlich auch eine gute Atmosphäre vorfinden wird. Aber ist sicher was anderes. Und die Basketballer sind jetzt dann in Lille komplett, oder was? Basketballer spielen, glaube ich, so viel, wenn ich richtig informiert bin, komplett in Lille. Ja, dann habt ihr ja vielleicht sogar die Möglichkeit, das wäre meine nächste Frage gewesen, was du dir da so angucken möchtest. Ist Lille am Meer? Nee. Nein, ich glaube nicht. Ah, okay, weil die haben doch, war das Tokio oder Rio, wo die Amis, die Basketball, die NBA-Profis sich doch ein ganzes Kreuzfahrtschiff da anlegen haben lassen, weil sie natürlich nicht, da wo du sagst, olympisches Dorf, was gibt es denn Besseres, würde sich so ein LeBron James, glaube ich, niemals in so ein olympisches Dorf legen. Die haben sich damals ein Kreuzfahrtschiff komplett gemietet und haben dann da vor Anker gelegen und haben dann einfach auf diesem Kreuzfahrtschiff gewohnt über die ganze Zeit über. Deswegen frage ich. Aber es ist natürlich schon krass, zeigt aber natürlich auch, dass Basketball eine weltweite Sportart ist. In Deutschland vergessen wir das ja gerne mal. Ist Handball aus deiner Sicht noch zu eurozentristisch? Es ist ja sogar kurz überlegt worden, oder es bestand ja die Sorge, dass Handball sogar aus Olympia rausfallen könnte. Ja, also es sind jetzt ganz viele Themen in einer, ja, sorry, in einer Frage. Du kennst mich doch. Erstmal ist es für die Basketballer sicher, also für diese NBA-Spieler sicher ein anderes, ja, andere Art und Weise im olympischen Dorf sich auch zu bewegen, ja. Weil die werden ständig belagert von Leuten, weil die sind tatsächlich dann auch ab und zu mal im olympischen Dorf. Ich habe das bei den Olympischen Spielen 16 in Rio erlebt und da sind die schon nicht für sich alleine, sondern ja. Da wollen schon auch sehr viele andere Sportler was von denen haben und Fotos haben und mit ihnen sprechen. Deshalb ist es schon nochmal eine andere Situation. Wir können uns da sehr, sehr frei bewegen und einfach nur die Atmosphäre genießen. Ja, und Handball, ja, es hat sich, klar, es ist was Historisches, aber Handball ist schon sehr, ja, europäisch zentriert, muss man ganz klar so sagen. Ägypten hat sich jetzt schon da hervorgetan als afrikanische Mannschaft, die da hervorsticht, auch mit einer guten Jugendarbeit, mit vielen guten jungen Spielern und mittlerweile einer richtig guten Nationalmannschaft, die auch da wirklich auch vorne um die Medaillen tatsächlich auch oder um ein Halbfinale dann immer ein Wort mitsprechen kann. Aber klar wäre es wünschenswert, wenn der Handball noch globaler werden kann. Wenn beispielsweise in USA Handball auf einmal ein Ding werden könnte, wenn in Australien Handball größer werden könnte, wenn es einfach irgendwie ein bisschen globaler würde, dann hätte man ehrlich gesagt auch als Spieler mehr Möglichkeiten, irgendwo noch Handball zu spielen und weiter auch Geld damit zu verdienen. Ja. Das wäre auf der Seite sicher auch schön und würde, ja klar, der ganzen Sportart gut tun, wenn die Sportart in mehreren Ländern gespielt werden kann. Wie bei fast allem gibt es ja auch ein paar Schattenseiten von so einem Olympia-Event. Aus unserer Sicht natürlich besonders schwierig. Es liegt mitten in unserer Rhein-Neckar-Löwen. Vorbereitung, kann mir vorstellen, dass das eine große Herausforderung werden wird. Du als Captain bist in diese Planungen diesbezüglich wahrscheinlich auch mit eingebunden, oder? Ja, schon ein bisschen. Also das meiste macht der, klar, der Sebastian. Aber wir werden da... Wir sind da schon in Abstimmung, wann es losgeht und ich versuche dafür die Jungs schon den einen oder anderen Tag ab und zu mal länger Urlaub rauszuhandeln, ja. Was nicht ganz so einfach ist mit Sebastian. Aber ich bin jetzt nicht in, wo gehen wir hin ins Trainingslager, wie sind die Wochen geplant, da bin ich jetzt nicht eingebunden. Da haben die anderen Leute auch mehr Expertise als ich, aber informiert werde ich zumindest. Du bist ja generell auch großer Sportfan. Es finden sich ja immer weniger Nationen, die noch olympische Spiele austragen wollen. Der Aufwand ist halt einfach gigantisch. Ich glaube, zuletzt ist es in Deutschland Hamburg gewesen, die gescheitert sind mit einem, wie heißt's? Mit einer Abstimmung, also mit einem Volksabstimmung. Ja, Volksabstimmung. Glaubst du, dass wir so zu unseren, also zu den aktiven Sportzeiten wahrscheinlich nicht mehr bei dir, das ist ausgeschlossen, gehe ich mal von aus, aber... Vielleicht schule ich noch um auf eine andere Sportart. Was ist denn olympisch, was man noch machen könnte danach? Ist Golf olympisch? Mittlerweile, ja. Da wärst du auch. Vielleicht was mit Schießen. Aber da bin ich sehr schlecht. Ist auch gut. Aber zumindest wären das Sachen, was man im Alter noch machen könnte. Ja, vielleicht ist ab in 8 Jahren Darts olympisch. Ja, da bin ich auch zu schlecht. Da könntest du bei Florian Hempel in die Schule gehen. Glaubst du, dass wir so zu unseren Lebzeiten nochmal Olympia in Deutschland erleben? Oder glaubst du, das ist mittlerweile einfach alles zu krass, dass Deutschland sagt, das machen wir nicht mehr?
Ja, ich glaube schon, dass da ein bisschen ein Umdenken mittlerweile auch stattgefunden hat, dass es natürlich auch technologische Wege gibt, Sportstätten, Städten für die Athleten, wo man wohnt, das anders zu nutzen, mehrfach zu nutzen, abzubauen, dass es da mittlerweile schon viele Wege gibt, da das auch kreativer zu gestalten. Wenn man in die Vergangenheit schaut, ist das schon krass, was das für die Länder bedeutet hat, wie die Sportstätten brach liegen, wenn man zum Beispiel nach Brasilien schaut, ich empfehle das wirklich jedem mal auch zu googeln, was da passiert ist mit den Sportstätten in so einem armen Land auch, ist es schon krass zu sehen, wie viel Geld da dafür ausgegeben wird für so ein Weltereignis und was dann am Ende davon übrig bleibt und ja, wie wenig nachhaltig das dann eben auch ist. Und wenn man auch in die Vergangenheit, also noch weiter zurückgeht in der Vergangenheit, dann ja, verdienen auch die Länder einfach, also es ist ein riesen Minusgeschäft für die jeweiligen Länder, Olympische Spiele auszurichten. Ich glaube, wenn man nach Los Angeles zurückgeht, die haben so ein cleveres Konstrukt damals aufgestellt. Ich spreche jetzt ein bisschen weitläufiger darüber, weil war tatsächlich ein Thema in meinem, auch was wir im Studium behandelt haben. Die haben so ein Marketingkonstrukt aufgestellt, dass die da echt das gut hinbekommen haben, auch viele Gelder zu generieren und damit nicht so einem riesen Minus rausgegangen sind. Und das ist eine riesen Herausforderung. Und zur heutigen Zeit, wo es in jedem Land und vor allem in unserem Land darum geht, wie können wir in 20, 30 Jahren unseren Mitbürgern die Renten finanzieren, sowas zu verkaufen, Milliarden auszugeben für ein Sportevent, das einmal stattfindet, ist schwierig zu verkaufen. Voll. Muss ich ganz klar auch sagen. Ich finde schon, man darf aber auch nicht vergessen, was so ein Land davon haben kann. Man hat sowas gesehen bei einer Fußball-Weltmeisterschaft 2006, was mit diesem Land passiert ist, wie das Ansehen von Deutschland in der Welt sich schon auch durch dieses Turnier verändert hat. Ich finde das auch, bin ich ein riesen Sportfan, ich finde es immer noch sensationell, nach München zum Beispiel zu gehen und diese olympischen Sportstätten zu sehen. Das fasziniert mich total, aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass es nicht jedem so geht, dass nicht jeder da so ein riesen Fan davon ist, auch irgendwelche olympischen Museen und sich mit so vielen Sachen zu identifizieren, da ist man sicher als Sportler auch ein bisschen anders eingestellt. Ich glaube schon, dass es mittlerweile Wege geben kann, wie ich eben schon gesagt habe, das ein bisschen anders aufzustellen, vielleicht auch so aufzustellen, dass man auch einen Profit davon schlagen kann, zumindest im Ansehen. Man darf ja natürlich auch nicht vergessen, wie viele Leute für so ein Event in das jeweilige Land dann kommen. Ja, absolut. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, dass es in Deutschland möglich ist, dass es nur in einer Stadt stattfindet, weil das ist, glaube ich, mittlerweile eine Utopie, weil man da zu viele neue Dinge bauen muss. Und wenn Olympische Spiele in unserem Land stattfinden sollen, werden, dann glaube ich auch, dass es ein Weg sein kann, Weg sein wird, dass es in mehreren Städten stattfindet, um dann eben auch die große Infrastruktur, die wir sicher in Bezug auf Sportstätten in Deutschland haben, gut nutzen zu können, um dann eben auch nicht sich da in Unkosten zu stürzen. München ist in meinen Augen vielleicht sogar weltweit ja ein unfassbares Vorbild eigentlich, weil wenn man sich überlegt, waren wir in Deutschland ja offensichtlich in den 70ern schon so weit, dass wir das alles so clever angelegt haben, dass das alles heute ja noch in kompletter Nutzung ist. Dieser Olympiapark in München ist immer noch überragend. Das alte Olympiastadion ist immer noch in Nutzung für Konzerte und Co. Und ich finde diese zum Beispiel Olympiahalle, da war ja jetzt auch letztens noch ein Länderspiel, ich liebe diese Halle einfach. Und das sind Sachen aus den 70ern. Ich habe aber jetzt auch gerade eine Doku gesehen, da ging es um die Olympischen Winterspiele mit Felix Neureuther, der dazu was gemacht hat. Das ist ja Wahnsinn. Da war Olympia vor 4 Jahren teilweise und da ist alles brach. Das wird auch nicht abgerissen. Ja, wenn man nach Sochi denkt, wenn man an Pyeongchang denkt. Sochi ist, also da wird zumindest so der Kern, gerade natürlich auch viel aus einer
negativen Sicht, aus unserer negativen Sicht genutzt, viel für Propaganda und so, aber es wird genutzt. Aber ja, das ist schlimm. China und so, Wahnsinn. Und auch jetzt Katar, Fußball-WM, da ist ja auch viel Symbolpolitik. Dann sagen sie, sie bauen ein Stadion, das kannst du nachher abbauen und überall wieder aufbauen. Ist gut, dass man das kann. Haben sie aber nicht gemacht. Das steht da immer noch rum. Es hätte wohl einen Käufer gegeben, irgendwie in Frankreich, irgendein Erst- oder Zweitligist hätte das kaufen wollen. Haben sie einfach nicht abgenommen und jetzt steht das Stadion da rum und vergammelt auch, obwohl man es abbauen könnte. Ja, das ist schon, ist ja einfach ein großes Problem, was es leider auch im Sport gibt, was ich, finde ich, durch die ganzen Verbände ja irgendwie auch durchzieht, dass da ja leider in der Vergangenheit sehr wenig das bedacht wurde. Am Ende sind diese Dinge in vielen Verbänden natürlich auch eine Abstimmung von allen Ländern. Das muss man auch am Ende dann akzeptieren, dass es demokratische Abstimmungen da gibt. Aber ja, am Ende regiert da das Geld. Aber klar wäre es für uns alle, die sich da ein bisschen mehr Gedanken über nachhaltiges Leben machen, wünschenswert, wenn das ein bisschen anders aufgezogen werden kann. Absolut. Kommen wir von dem großen Olympiathema. Das sind so Themen, da könnten wir, glaube ich, auch noch mal einen eigenen Podcast von einer Stunde machen. Wäre sicherlich auch sehr interessant. Nach der Olympia-Quali geht es bei uns direkt weiter. 2 Heimspiele im März. Wir spielen am 21. gegen Berlin und am 31. an Ostersonntag gegen Göppingen. Sichert euch auf jeden Fall mal schon mal Tickets. Beide Spiele laufen extrem gut im Vorverkauf. Wir werden auf jeden Fall die 10.000 Zuschauermarke knacken. Ist schon Wahnsinn, oder? Was die Löwenfans aktuell bei der nicht ganz so überragenden sportlichen Lage abliefern. Wie sehr imponiert dir das? Ja, imponiert mir brutal. Das ist genau diese Zeichen, was einer Mannschaft unfassbar viel bedeuten, was unglaublich gut tut, dass wenn man spürt, dass man, obwohl man nicht so performt, wie man es eigentlich möchte und wie die Ansprüche sind und wie wir uns auch alle gewünscht haben und vor allem die Fans sich auch gewünscht haben und wir auch für die Fans uns gewünscht haben, trotzdem man so einen Rückhalt spürt. Es gab hier Spiele, die wir verloren haben und wir haben trotzdem am Ende des Spiels volle Unterstützung der Halle gespürt. Da spielst du auch eine Rolle, wenn du die immer wieder dazu animierst und immer wieder auch daran erinnerst, dass wir auch durch schwierige Phasen zusammengehen müssen. Und ich glaube, das haben viele Leute kapiert, dass es der einzige Weg ist, um aus sowas rauszukommen, ist immer das gemeinsam zu machen. Und das ist in der Mannschaft hier so der Fall. Man kommt aus diesen Phasen nur gemeinsam raus und es ist in der ganzen Organisation hier so der Fall. Und da gehören die Fans dazu und spielen eine ganz wichtige Rolle und deshalb bedeutet es uns mega viel. Ich ziehe alle Hüte immer wieder davor, wie das bei uns mittlerweile ist, weil auch unser Zuschauerschnitt, der wächst aktuell sogar eher noch im Vergleich zu anderen Saisons. Das ist wirklich einfach nur geil. Kann man und muss man sagen, macht auch weiter so, glaubt weiterhin an unsere Löwen, kommt zu den Heimspielen. Wir haben ja auch noch riesige Highlights in diesem Jahr, wenn auch der SC Magdeburg zum letzten Heimspiel kommt und auch noch die Verabschiedung von Uwe Gensheimer ist. Also ich will gar nicht raten, wie viele Tickets wir dafür verkaufen könnten. Ich denke, dass das Spiel ausverkauft wird, ist nur eine Formsache. Vielen Dank, dass du bei uns warst. War wie immer, ja, kann ich nur zurückgeben, war wie immer, dass wir uns nach einer dreistündigen Autofahrt noch so viel zu erzählen haben, oder? Wir waren ziemlich müde am Sonntag. Naja, also ich kann nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Einer hatte nach 10 Minuten die Augen zu. Das war ich auf jeden Fall. Das warst du tatsächlich. Ja, war schön. Vielen Dank. Weiterhin abonniert gerne die Kanäle, auf denen dieser Podcast erscheint, damit ihr über die neuen Folgen immer gleich direkt Infos bekommt. Und dann sehen wir uns gegen Berlin das nächste Mal in der Halle. Kauft euch Tickets. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR 1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.